Eine Nasenscheidewandoperation wird immer dann durchgeführt, wenn eine krumme Nasenscheidewand vorliegt. Aber ganz viele Menschen haben eine krumme Nasenscheidewand und es gibt fast keinen Menschen, der eine komplett kerzengerade Nasenscheidewand hat. Also wenn ich jetzt einen Patienten untersuche und der hat eine ganz gerade Nasenscheidewand, dann liegt es meistens daran, dass der schon operiert wurde. Also eine krumme Nasenscheidewand ist für sich gesehen erstmal keine Krankheit. Die krumme Nasenscheidewand wird erst dann zum Problem, wenn der Patient schlecht Luft durch die Nase bekommt und zum Beispiel zu wenig Luft durch die Nase atmen kann, nachts nicht schlafen kann, weil die Nase zugeht, vielleicht gehäuft Infekte hat, weil er immer eine verschlossene Nase hat, oder regelmäßig abschwellendes Nasenspray benutzt. Ich habe sehr viele Patienten hier, die seit einem Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, mein Favorit hat 30 Jahre abschwellendes Nasenspray benutzt. Und eigentlich soll man ja abschwellendes Nasenspray nur 7 bis 10 Tage verwenden, weil es tatsächlich sonst zu schädlichen Nebenwirkungen führen kann. Also die krumme Nasenscheidewand wird erst dann zur Krankheit, wenn auch eine eingeschränkte Nasenatmung vorliegt. Und dann kann man die krumme Nasenscheidewand operativ begradigen. Das ist ein relativer Routineeingriff. Typischerweise klagen die Patienten über eine verschlossene Nase. Die kriegen einfach nicht genug Luft durch die Nase. Gelegentlich kann Nasenbluten auftreten. Häufig ist es so, wenn Sie eine krumme Nasenscheidewand haben, ich sage, meine Nasenscheidewand wäre jetzt auf die rechte Seite verkrümmt, dann atme ich hauptsächlich über die linke Nasenseite. Und dort, wo die Hauptatmung stattfindet, kann es austrocknen. Und wenn die Schleimhaut austrocknet, kann sie zu Blutungen neigen. Deswegen haben manche Patienten mit krummer Nasenscheidewand häufiger Nasenbluten. Aber das Hauptsymptom ist tatsächlich einfach das Gefühl, eine verstopfte Nase zu haben und besser durch die Nase atmen zu wollen. Und sei es beim Sport, sei es in Ruhe, sei es beim Schlafen, dass einfach die Nase zu ist und man ständig durch den Mund atmen muss. Eine weitere Folge der ständigen Mundatmung, die häufig mit einer krummen Nasenscheidewand einhergehen, ist, dass man dann gehäuft Infekte im Halsbereich hat. Also häufig werden Behandlungen im Halsbereich durchgeführt, wenn die eigentliche Ursache für die Beschwerden in der Nase liegen und die Patienten ständig durch den Mund atmen, das aber sich so dran gewöhnt haben, weil dieser Zustand besteht ja über viele Jahre, dass sie es gar nicht beim Arzt erwähnen, sondern eher zum Arzt gehen, weil sie ständig Halsschmerzen haben. Und in Wirklichkeit ist die ständige Mundatmung die Ursache, weil die Nase zu ist. Wenn die Nasenscheidewand nur gering verkrümmt ist, dann kann man die Nasenschwellkörper in der Nase veröden. Dazu lässt man die Nasenscheidewand in Frieden und schafft nur Platz, indem man quasi um die etwas krumme Nasenscheidewand mehr Raum ermöglicht. Hier haben wir ein Bild von der inneren Nase. Also zur Orientierung, hier haben wir die äußere Nase wieder, das was wir von außen sehen. Nach innen ist die Nase viel größer, als es von außen scheint. Ungefähr 3 bis 4 Mal so lang wie das Äußere der Nase geht es hinten in die Nase hinein. Und in der Nase sind Schwellkörper. Ja, dieser Schwellkörper, wir reden hier vornehmlich über die untere Nasenmuschel, reguliert, wie viel Atmung, wie viel Luft durch die Nase durchgeht. Zum Beispiel, wenn wir gegessen haben und verdauen und in Ruhe sind, dann brauchen wir nicht so viel Atmung, dann wird der Nasenschwellkörper anschwellen. Hier sehen Sie so einen Blick vorne auf die Nasenmuschel. Und wenn wir Sport treiben, uns körperlich anstrengen, also Adrenalin ausschütten, dann schwillt die Nasenmuschel ab, dann wird sie kleiner, geht mehr Luft durch. Wenn viel Luft durch die Nase durchgeht, dann wird die Luft trocken und wird nicht mehr angewärmt und angefeuchtet. Deswegen ist die Nase immer bestrebt, dass möglichst quasi geschwollen ist, damit die Luft angefeuchtet und angewärmt werden kann, weil im abgeschwollenen Zustand die Atemwege austrocknen können. Nachteil ist die Nasenmuschel zu stark geschwollen, geht keine Luft mehr durch. Und das ist das, was der Patient dann als Symptom bemerkt. Das ist bei der reinen Nasenmuschelvergrößerung typischerweise, wenn die Patienten liegen. Also sage ich mal, die sagen, tagsüber bekomme ich super Luft und wenn ich mich aber abends hinlege, dann ist nach 5 Minuten die Nase dicht. Das ist so ein typisches Zeichen dafür, dass nur die Nasenmuschel betroffen ist und dass die Nasenscheidewand selber gar nicht die Ursache für die Beschwerden sind. Wenn die Nasenscheidewand aber sehr stark verkrümmt ist, dann können Sie die Nasenmuschel
verkleinern, wie Sie wollen, werden Sie trotzdem keinen Platz haben. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Korken in die Nase reinstecken, dann geht da keine Luft durch. Egal, da können Sie hinten dran sämtliche Nasenmuscheln wegschneiden und einen riesen Raum schaffen. Wenn vorne der Eingang zu ist, dann geht keine Luft durch. Und so ist es mit der Nasenscheidewandverkrümmung auch. Wenn die Nasenscheidewandverkrümmung zu stark ausgeprägt ist, dann können Sie nicht mit einer Verödung der Nasenmuscheln ausreichend Platz schaffen. Und deshalb ist immer das Zusammenspiel aus, der Patient klagt über zu wenig Atmung durch die Nase und bei der klinischen Untersuchung Feststellung einer verkrümmten Nasenscheidewand ergibt die OP-Indikation zur Begradigung der Nasenscheidewand. Eine Nasenscheidewand-OP kann sehr sinnvoll mit einer ästhetischen Korrektur kombiniert werden, weil auch bei der ästhetischen Korrektur häufig Anteile der Nasenscheidewand mit begradigt werden müssen, weil zum Beispiel die äußere Nase krumm ist oder weil die Nasenatmung eingeschränkt ist oder der Wunsch bei der ästhetischen Nasenkorrektur ist ja auch häufig eine verkleinerte Nase. Es gibt ja bei uns im mitteleuropäischen Raum meist den Wunsch für eine Verkleinerung der Nase und eine kleinere Nase geht natürlich weniger Luft durch. Das heißt, es kann Ihnen sogar passieren, dass ein Patient, der keine Nasenatmungsbehinderung hat und sich eine ästhetische Nasenkorrektur machen lässt, bei der die Nase verkleinert wird, nach der Operation plötzlich keine Luft mehr bekommt. Deswegen wird der HNO-Arzt, der ästhetische Nasenchirurgie betreibt, immer auch eine Begradigung der Nasenscheidewand durchführen, weil wir natürlich so viele Patienten haben, die zu uns kommen wegen eingeschränkter Nasenatmung, dass wir uns lieber 20 Minuten mehr Zeit nehmen, die Nasenscheidewand zusätzlich zu begradigen. Die Nase ist zum Teil eh eröffnet, das heißt, es dauert nicht so lange wie bei einer alleinigen Begradigung der Nasenscheidewand, weil sie für die ästhetische Korrektur sowieso dargestellt werden muss. Begradigt dann die Nasenscheidewand und der Patient hat nachher eine ästhetisch ansprechende Nase, aber auch eine gut funktionierende Nase. Vom Unangenehmtheitsgrad oder vom Leidensdruck nach der Operation ist es auch so, dass die, ob Sie eine ästhetische Operation dazu machen oder weglassen, es keinen großen Unterschied macht. Der einzige Unterschied zwischen einem Patienten, der eine reine Nasenscheidewandbegradigung bekommt und dem Patienten, der eine Nasenscheidewandbegradigung und ästhetische Korrektur bekommt, ist, dass der Patient mit der ästhetischen Korrektur grün und blau geschwollen ist im Gesicht. Das heißt, er kriegt eine dicke Nase, hat einen Gips auf der Nase und ist im Wangenbereich geschwollen und auch etwas verfärbt, während Sie dem Patienten mit der Nasenscheidewandbegradigung von außen nicht ansehen, dass er eine OP hatte. Aber das, was die Nasen-OP unangenehm macht, nämlich dieses nicht durch die Nase atmen können und ständig durch den Mund atmen müssen, das haben beide Patienten. Und deswegen ist nicht mal der Krankheitsverlauf verlängert. Das heißt, ein Patient mit einer funktionellen Begradigung der Nasenscheidewand ist genauso lange nicht arbeitsfähig wie der Patient mit der ästhetischen Nasenkorrektur und funktionellen Begradigung der Nasenscheidewand. Deswegen kombiniert man das sehr gerne. Wenn die Nasenscheidewand verkrümmt ist, aber nicht extrem verkrümmt ist, dann kann es sein, dass es ausreicht, dass man die Nasenschwellkörper in der Nase verödet. Das hat zwei entscheidende Vorteile. Die Nasenschwellkörper, also die Nasenmuscheln, kann man in örtlicher Betäubung veröden. Das heißt, man kann das zum Beispiel hier in der Praxis machen. Das ist ein relativ unkomplizierter, schneller Eingriff. Das heißt, Sie brauchen keine Vollnarkose, keinen stationären Aufenthalt. Und ein weiterer entscheidender Vorteil der reinen Nasenmuschelverödung ist, dass Sie anschließend sich viel weniger krank fühlen, denn die Nasenschleimhäute schwellen nicht so extrem an. Das heißt, ich schreibe bei einer Nasenscheidewandbegradigung meine Patienten üblicherweise 2 Wochen krank und diese Zeit brauchen sie auch. Wenn ich eine Nasenmuschelverödung durchführe, schreibe ich meine Patienten nur in Ausnahmefällen und nur auf Wunsch krank, weil die am nächsten Tag arbeitsfähig sind. Die werden sich fühlen, als wenn sie eine leichte Erkältung hätten, vielleicht auch eine mittelschwere Erkältung hätten. Aber viele Patienten gehen mit einer Erkältung auch arbeiten und so verhält es sich auch mit der Verödung der Nasenmuscheln. Das heißt, sie bleiben eigentlich arbeitsfähig. Und das ist ein ganz enormer Unterschied natürlich, ob sie 2 Wochen krankgeschrieben sind oder ob sie am nächsten Tag wieder arbeiten können, weil so fühlen sie sich natürlich auch. Und deswegen ist eine Verödung der Nasenmuscheln eine
fantastische Alternative zur Begradigung der Nasenscheidewand. Das funktioniert aber nur, wenn die Nasenscheidewand nicht zu stark verkrümmt ist. Wenn die total krumm ist, dann braucht man es erst gar nicht versuchen mit der Verödung der Nasenmuscheln, weil es nicht zum Erfolg führen wird. Andere Ursache für ein Nicht-Funktionieren einer Verödung der Nasenmuscheln kann zum Beispiel sein, wenn eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung vorliegt, weil dann veröden sie die Nasenmuscheln, die ist dann kleiner und nach wenigen Monaten schwillt die wieder an, weil die Ursache, die chronische Entzündung der Schleimhäute, nicht beseitigt wurde. Aber zu einer wirklich krummen Nasenscheidewand gibt es keine Alternative zur OP.